Leid, Leid, ich muss Gas geben. Kompletten Einfamilienschrank bauen. Unter einer Stunde. Heute geht's ums Zellerschrank anschließen, Einfamilienschrank, die Steigleitung, die ich von unten anschließe, schließe ich mit einem Einspeiseadapter an. Die meist verbreitete Methode sind die Sammelschienenklemmen für die Kupfersammelschienen. Wer sich für diese interessiert, dem verlinke ich da oben mal ein Video, da habe ich das ausführlich erklärt. Heute geht's darum, wenn man einen Schrank hat mit im Anschlussfeld sehr wenig Platz, muss man eigentlich so einen Einspeiseadapter verwenden und natürlich zeige ich, wie man komplett den Einfamilienschrank verdrahtet. Für gewöhnlich kommt die Steigleitung, in meinem Fall jetzt 5x16, vom Hausanschlussschrank. Dazu habe ich auch einmal ein Video gemacht, ich glaube, das sieht man in dem gleichen Video. Das heißt, das erste ist, man muss einmal die Leitung einführen. Wichtig ist, dass diese Aussparungen sehr eng gemacht werden, damit das Kabel schwer da reingeht, aber dann relativ dicht abschließt. Nicht, dass da irgendein Riesenloch ist, dann muss man es wieder mit irgendeinem Füllmaterial aufspritzen, gibt es spezielle Dichtmaterial. Dichtmaterial wird aber auch ganz genau Acryl oder Silikon oder irgendwie sowas verwendet. Mir gefällt es besser, wenn man es von Haus aus passend ausschneidet. Bevor jetzt da gleich wieder unheimlich viel Leute fragen, warum ich den Überspannungsableiter nicht einbaue, warum ich das nicht mache. Das ist eine Hauptverteilung. Ich mache das, weil ich mit denen mehrere, viele YouTube-Videos machen möchte. Ich bräuchte den nicht. Der Schrank dient nur einzig und allein der praktische Nutzen, außer meine Videos, um einen Zwischenzähler für meine Halle zu haben. Das heißt, der eigentliche Zähler, Hausanschluss, ist im Nebenraum. Das ist ein älteres Gebäude. Da ist überhaupt noch kein Überspannungsschutz nicht vorhanden. So einen Kombiableiter kann ich in den Schrank da drin auch gar nicht montieren. Wie ich in dem Video gesagt habe, werde ich mit der Firma Dehn in Verbindung setzen, wie man da und ob sie das rentiert und wie man das am besten machen soll. Natürlich weiß ich über die verschiedenen Kategorien der Überspannungsableiter, auch mit Modem und so weiter, bestens Bescheid. Aber das trifft auf den Schrank einfach nicht zu. Ich muss das nicht machen. Bin einmal, das Thema haben wir abgehakt. Nichtsdestotrotz baue ich den Schrank trotzdem genauso, wie ein Einfamilienschrank gebaut werden würde. Wenn jetzt da der Überspannungsableiter noch reinkommt, kann ich, wie ich am Anfang gezeigt habe, mit den Sammelschienen klemmen. Habe ich gar keinen Platz mehr, dass ich das irgendwie da mache. Also muss ich da einen Einspeiseadapter, in dem Fall von Hager, einen Einspeiseadapter nutzen, weil aus Platzgründen gar nichts anderes geht. Er nutzt natürlich auch das Sammelschienensystem, wird nur reingeklipst. Ich habe gesagt, wir haben in der Zuleitung ein 5x16, ein PE, ein Neutralleiter, blau ist der Neutralleiter und die drei Außenleiter. Der Einspeiseadapter ist auch beschriftet. Neutralleiter L1, L2, L3, PE. Und genauso klemmen wir es an.
Das war jetzt der Anschluss von der Steigleitung. Den Einbau des Hauptschalters. SLS-Schalter, selektiver Leitungsschutzschalter, Zählervorsicherung, Hauptsicherungsautomat. Habe ich auch in dem ersten Video, das ich am Anfang verlinkt habe, habe ich das genau gezeigt. Ist das gleiche auf Sammelschienen mit dem Clip-Mechanismus. Und da sind dann die drei Adern, die zum Zähler raufgehen. Das ist jetzt natürlich keine Drei-Punkt-Halterung, sondern ein IPZ-Feld. Da wird der Zähler auch nur. So schaut das Ganze aus. Der Zähler hat hinten diese Pins und die Hagel zum Einhängen. Und da wird er dann einfach nur rein. Und nach unten gedrückt und schon ist der Zähler montiert. Noch ein Zähler. Noch ein Zähler. Haben wir die Adern auf so einem Glambock da rum. L1, L2, L3, Neutralleiter und PE. Dies da lassen wir jetzt mal außen vor. Das brauchen wir noch nicht. Bis da rum haben wir mit der Verdrahtung. Das heißt, jetzt müssen wir von da weg irgendwie darüber auf unser Sicherungsfeld. In meinem Fall sitzen da hinten zwei RCD. Ich verwende diese RCD in dem Fall mehr oder weniger als Gruppen-RCD. Das heißt, erster FI-Schalter für diese Reihe, zweiter FI-Schalter. Da kommt was Spezielles dazu. Das ändert aber nichts dran, weil die Abgänge sind ja dann sowieso nur wieder immer wieder an den LS-Schaltern. Die Ausgänge, das kann ich auch bei diesen genauso demonstrieren. Jetzt geht es um die Verdrahtung. Man sieht man das? Man sieht ganz gut da herum Neutralleiterschiene und zwei einzelne Böcke, nennen wir es wie wir wollen, die dann jetzt versetzen. Das kann man versetzen, dass man da nicht durcheinander kommt. Neutralleiter Glambock für einen RCD und der zweite Neutralleiter, die Neutralleiterklemme für den zweiten RCD. Und weil bestimmt gleich wieder gefragt wird, was das für ein Schrank ist, ob das eine Modemhalterung ist, APZ-Platz und so weiter, das komplette Material für die Geschichte habe ich von der Firma Zählerschrank 24, Reinhold Elektrotechnik heißt die Firma. Die ganzen Produkte verlinke ich unten mal, dann könnt ihr euch die ganze Geschichte anschauen, auch den Typ von dem Schrank. Nur weil es ja wieder tausendmal Fragen gibt. Zur Verdrahtung. Ich lege jetzt die erste Verdrahtung rüber, diese Zuleitungsgeschichte rüber, verwende ich 10 Quadrat Leitung. Flexibel. Ich hoffe, man hat den Unterschied jetzt sehen können. Ich habe am ersten RCD Twin Ader Enthülsen verwendet. An dem Klemmstein lange Ader Enthülsen. Und am zweiten RCD, weil da ist ein wieder die normalen 10 Grad Adenthülsen, aber kurz. Also 12 mm, 18 mm, da gibt es unterschiedliche. Und bevor noch gleich wieder einer fragt, ja, mit dieser Zange bin ich top zufrieden. Die kann ich, habt ihr gesehen, unten 5x16er Zuleitung, die kann auch 16 Quadrat abisolieren, die mag ich. Genauso kann ich nach wie vor
nach wie vor für den Heimgebrauch die Precisio Krümmzange mit dem Set empfehlen. Wer sich für das interessiert, da verlinke ich oben mal noch ein Video, da habe ich extra das Video bezüglich Krümmen, die verschiedenen Krümmzangen, die verschiedenen Anwendungen, da habe ich ein Video gemacht. Glaube ich, ist ganz interessant. Die drei Außenleiter in RCD1 und eingangsseitig auch gleich wieder raus, das heißt nicht durch den FI durch, sondern eingangsseitig gebrückt auf den zweiten RCD. Jetzt fehlt uns natürlich rüber für die beiden RCD die Neutralleiter. Und dann müssen wir ja die Schutzleiterschienen einmal mit irgendeinem PE versorgen. Die lege ich auch noch gleich ein. Jetzt haben wir das Zählerfeld vollständig versorgt. Jetzt geht es darum, nach dem RCD müssen wir Brücken auf die LS-Schalter setzen. Und nach dem RCD, der Ausgang vom Neutralleiter, muss auf einen Klemmstein und vom zweiten RCD dasselbe wieder. Da mache ich den Ausgang zu den Automaten noch nicht, weil da spezielle Automaten reinkommen. Das kommt in einem späteren Video mal. Die Versorgung habe ich da. Auch da lege ich aber ausgangsseitig den Neutralleiter auf den zweiten Klemmbock. Brauchen wir vom RCD1 die Brücken runter auf die LS-Schalter und dann da rein die Phasenschiene. Auch diese, das ist eine Phasenschiene mit 12 Teilungseinheiten, mir fehlt da noch was. Ich kann auch jetzt die Blindkappen, die Blindabdeckungen, ich weiß, dass es die gibt, nicht drauf machen, weil ich die auch nicht da habe. Aber keine Angst, der Schrank geht hinterher, außer nach der Testphase, noch nicht in Betrieb, erst wenn das vollständig da ist. Das Ganze, bis jetzt da die Verraterei, hat bis jetzt gute 20 Minuten gedauert. Ich bin sicher, dass viele von Enk ganz genauso schnell sind. Und vor Jahren noch viel schneller sind, aber ich darf es nicht vergessen, ich habe nicht mehr noch filmen müssen. Für die ganze Prozedur, Steigleitung einführen, anklemmen, die Verdrahtung zu den RCDs, LS, also bestücken, Abgänge drauf. Natürlich, Abgangsleitungen habe ich nicht aufgelernt. Für diese ganze Prozedur habe ich jetzt circa 40 Minuten gebraucht, aber mit Filmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht verarschen. Bitte euch Servus.